Hallo. Ja, wir sind in der Funktionentheorie im Kapitel komplexe Zahlenmengen und speziell in diesem Video, da geht es um Segmente. Gut, aber zunächst eine kurze Wiederholung. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben uns eine Formel überlegt, nämlich diese hier. Und mit dieser Formel, da kann man komplexe Halbebenen kennzeichnen. Ja, also mathematisch beschreiben. Zum Beispiel diese Halbebene hier, die hier grau ist, die hat diese Formel. Na, da liegt der Winkel, also das Argument, zwischen minus 3 Viertel Pi und 1 Viertel Pi. Na, minus 3 Viertel Pi ist von der x-Achse bis hier und 1 Viertel Pi ist von der x-Achse bis hier. So, jetzt kann man mit dieser Formel hier allerdings nicht nur Halbebenen kennzeichnen, sondern, das zeige ich euch jetzt mal hier unten, auch Segmente. Na, das habe ich euch mal hier aufgezeichnet. Diese graue Fläche ist jetzt nicht mehr die Hälfte der komplexen Ebene, sondern ein anderer Teil. In diesem Fall hier ein kleinerer Teil. Ja, und zwar habe ich dieses graue Segment hier beschrieben durch diese Formel. Diese graue Fläche besteht also aus allen komplexen Zahlen z, deren Winkel, also argz heißt Winkel, deren Winkel zwischen 1 Sechstel Pi und 2 Sechstel Pi liegt. Na, also 1 Sechstel Pi ist von der x-Achse bis hier und 2 Sechstel Pi ist von der x-Achse bis hier. Ja, und alle komplexen Zahlen, die einen Winkel, also ein Argument haben, der hier zwischen diesen beiden Werten liegt, die gehören hier zu diesem grauen Segment. Gut, jetzt wollen wir die Sache weiter ausbauen. Also ihr seht ja hier, dass dieses Segment Richtung unendlich geht. Das habe ich ja hier aufgehört zu zeichnen, aber das geht natürlich weiter hier Richtung unendlich. Wenn man das nicht haben will, sondern nur komplexe Zahlen mit einem gewissen Betrag, dann macht man Folgendes. Achtung, ich fahre jetzt mal runter, festhalten. Nee, funktioniert nicht. So, jetzt müsste es gehen. Ja, da kommen wir nämlich zum nächsten Bild. Da ist jetzt wieder ein Segment, aber der Betrag ist begrenzt. Ja, das ist ein, habe ich auch hier hintergeschrieben, ein leckeres Tortenstück. Ne? Oh, lecker Torte, Schwarzwälder Kirsche oder so. Gut, aber auf jeden Fall hier, das Argument von z, also der Winkel ist wieder zwischen 1 Sechstel Pi und 2 Sechstel Pi, also irgendwo hier zwischen. Aber hier steht jetzt noch da klein dahinter, der Betrag von z soll kleiner 3 sein. Ja, das heißt, hier hört also unser Tortenstück auf. Ja, wäre toll, wenn ich das nicht hingeschrieben hätte, dann hätten wir ein Tortenstück, was unendlich weit geht und dann hätten wir unendlich viel zu essen. Ja, das wäre toll. Ja, ihr dürft euch nicht wundern, ich mache gerade Diät und da habe ich immer solche Fantasien von Tortenstücken und da kann ich auch gar nicht schlafen. Gut, machen wir aber weiter. Ich fahre mal weiter nach unten. Wir wollen die Sache noch ein bisschen schwieriger machen. Und zwar haben wir wieder unser Tortenstück, also unser endliches Tortenstück, ne, Schwarzwälder Kirsch zum Beispiel. Aber dieses Tortenstück ist jetzt zusätzlich noch verschoben. Ja, und zwar um eine Einheit nach oben. Das sieht man ja hier, wenn man die Spitze anguckt. Ne, also um ein I. Ne, I ist die imaginäre Einheit. So, wie können wir das jetzt hier kennzeichnen? Ganz einfach, das hatten wir ja schon bei den Halbebenen geübt. Also die Menge, diese graue Menge hier, ne, diese graue Menge von komplexen Zahlen, die habe ich mal M genannt und die besteht aus den komplexen Zahlen Z. Für die gilt, dass das Argument, ja, wenn ich Z um I nach unten verschiebe, also wenn ich dieses ganze Tortenstück wieder hier in die Mittelposition bringen, in die normale Position, so wie gerade oben. Ja, also wenn ich das zurück verschieben würde, dann hätte ich wieder einen Winkel zwischen 1 Sechstel Pi und 2 Sechstel Pi. Ja, so muss man das verstehen. Ja, also wenn ich z wieder um i nach unten verschieben würde, ja, dann hätte ich ein Argument, was zwischen diesen beiden Werten liegt. So, und beim Betrag müssen wir das Gleiche machen. Da dürfen wir nicht einfach hinschreiben, Betrag von z kleiner als 3. Ne, denn das stimmt ja nicht, wenn ihr mal guckt, wenn ihr mal hier vom Ursprung bis zur obersten Ecke geht. Ja, das ist mehr als 3.
weil 3 ist ja hier, aber der Punkt ist ja noch weiter entfernt. Ja, sondern man muss das wieder so aufschreiben, z minus i, das heißt, wenn ich meine z-Werte wieder um i nach unten verschieben würde, also das ganze Tortenstück um 1 nach unten, ne, dann hätte ich wieder einen Betrag, der kleiner als 3 ist. Ne, so muss man das verstehen. Ja, das war's auch schon. Jetzt müssen wir Schluss machen. Wie gesagt, mitten in einer Diät von Tortenstücken zu erzählen, das ist wirklich Folter. Ja, das Ganze ist übrigens aus meinem neuen Buch, das heißt Komplexe Funktionen 1. Das wollte ich auch schon hochladen in den Mitgliederbereich, aber der funktioniert irgendwie noch nicht. Da muss ich mal gucken, eventuell dann doch mal die Plattform wechseln. Aber hier sind wir erstmal am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.